Hallo ihr Lieben, wir nehmen euch mit auf eine ganz spannende Reise. Zoe bekommt ihre feste Zahnspange. Tag 1. Es ist so, dass ich mich jetzt mit Zoe am Zahnarzt treffe und da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Zoe war auf jeden Fall schon super aufgeregt heute Morgen, verständlicherweise. Ich hoffe, ich kann ihr die Angst gleich einfach ein bisschen nehmen und dann schauen wir mal, was wird. Bist du bereit? Nein. Wir sind jetzt beim Zahnarzt angekommen. So, ihr kommt gerade frisch von der Schule. Das wird, Maus. Ich bin für dich da. Ja, trotzdem. Ich habe so Angst. Ein Kuss. Ich bin da und halte die Hand. Auf geht's. Wir sind auf jeden Fall im Wartezimmer jetzt angekommen. So, ich stelle schon ganz viele Fragen. Aber man kann ja auch verstehen, dass man da ein bisschen ängstlich ist. Weil hatte sie ja auch noch nie die Situation. Gerade fließen Tränen. Oh Mann, Mausi. Gerade sind ein paar Tränen geflossen. Da habe ich so jetzt erstmal ganz, ganz, ganz doll gedrückt. Und ich habe ihr gerade gesagt, wir kaufen gleich erstmal ganz viel Wassereis für die nächste Woche. Weil es ist ja jetzt heute Montag und Mittwoch, wo Zoe die Behandlungen hat. Und natürlich, ja. Ich habe aber gesagt, egal was ist, ich bin da. Und wenn ich bei Zoe die nächste Woche erstmal komplett schlafen muss, Hauptsache, die ist nicht allein, wenn es ihr schlecht geht. Und wir gucken, dass wir das jetzt so angenehm wie möglich gestalten. Aber das schaffen wir jetzt zusammen. Zusammen sind wir immer stark. Das kriegen wir hin. Okay. So, wir sind im Behandlungsraum. So wie geht's dir so? Ja, weiß ich noch nicht. Das ist so gemischte Gefühle irgendwie. So, Spritzen sitzen. Kann ich gerade mal lachen? Du siehst immer noch wundervoll aus. Danke. Also, mir geht's richtig gut. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Aber es ist nicht weh. So ein Riesendinger. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde, also die hat das mit Bravour, der Zahnarzt hat auch gesagt, mit ohne Zucken, ohne alles, durchgezogen. Und ja. Es waren nicht nur 2 Zähne, es waren am Ende 3 Zähne. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal Wassereis kaufen. Also, ich weiß nicht, ob man es hören kann. Ich sehe super aus. Auf jeden Fall geht das Wassereis holen. Davor gehen wir jetzt mal Geld holen. Ich bin jetzt beim Rewe angekommen und Zoe will mich einfach begleiten. Boah, so krass tapfer. Auf jeden Fall, wir machen heute Abend Raclette und dafür holen wir jetzt noch ein paar Sachen. Zoe darf natürlich erstmal nicht essen, aber heute Abend, wenn die Betäubung raus ist, darf sie wieder essen. Und als allererstes, was wir auf jeden Fall nicht vergessen dürfen, Wassereis. Mhm. Und wenn sie heute 20 ist, das machen wir. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn wir beim Kieferorthopäden sind, oder? Ja. Alles klar. Bis gleich für euch. Und Montag geht's für uns los. Hello, wir haben inzwischen Montag. Heute geht's weiter. Ich stehe gerade an der Schule und warte auf Zoe, denn wir müssen zum Kieferorthopäden. Zoe bekommt heute ihre Gummis gesetzt. 3 Stunden später. Wie kann ein Mensch so lange brauchen? Ja, was soll ich machen, Mama? Ich kann nicht fliegen. Du hast seit 10 Minuten Schule aus. Ja, ich muss aber, wir sind im Chemieraum. Da müssen wir jetzt erstmal alles aufräumen. Da müssen wir unsere Sachen einpacken. Und dann müssen wir noch rauslaufen, dann muss ich noch aufs Klo. Ja, dauert halt ein bisschen. Mama ist gerade die Parkscheibe setzen, das hatte sie vergessen. Und danach, hi. Hi. Und danach kommt sie auf jeden Fall. Und die ist gerade gerannt. Die rennt nie, wirklich, die rennt nie, Leute. Parkscheibe vergessen. Let's go. Kratzt auch immer so. So hier rein. Nee, weißt du, wie ich das mach? Wie? So. Nee, du kitzelt das noch mehr, finde ich. Warte, es geht los. Ja, Leute, das war jetzt einfach ein Termin. Wir waren von 10 Minuten oder so da. Ja, das war echt super schnell. Wir müssen hier rein. Erklär mal kurz, was wurde gemacht? Also ich habe jetzt hinten meine Gummis bekommen, damit meine Backenzähne hinten so ein bisschen auseinandergehen sozusagen. Weil dann ist das irgendwie mit der Zahnspange uns einfacher. Auf jeden Fall habe ich jetzt hinten Gummis und das drückt ein bisschen, weil die Zähne natürlich jetzt ein bisschen auseinandergedingst werden. Aber sonst ist alles super. Finde ich sehr toll. Komm schnell rüber. Das war Tag 2. Dann sehen wir uns Mittwoch wieder. Es ist soweit! Ihr bekommt ihre Zahnspange. Wie geht's dir? Gerade gut.
Also Zoe sagt, sie ist nicht aufgeregt. Und ich höre währenddessen ja Musik, wenn ich Zeit habe. Genau, das war ein Tipp von euch. Im Live und Labello dabei haben wir auch einen Tipp. Und die Behandlung soll jetzt wohl 1,5 bis 2 Stunden dauern. So Leute, wir sind jetzt gleich da. Ich muss sagen, ich dachte echt auf dem Weg, Mama, Hilfe. Ich dachte echt auf dem Weg, wenn, ja, ich weiß, wir sind jetzt gleich da und so, ist die Aufregung höher. Aber Leute, ich bin gar nicht aufgeregt. Auf jeden Fall, ja, sitzt die Mama da. Und ich muss mich eigentlich noch zurechtfinden, mit der Kamera zu filmen, weil die muss man mit links halten. Und ich mache eigentlich gar nichts mit links. Aber, ja. Jetzt los, müde nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht's los. Ich wurde hier übrigens auf diesem Platz geparkt. Zoe hat jetzt die Brackets, hat sie jetzt auf den Zähnen. Und ich muss sagen, das ist wirklich ungewohnt. Und das Lustige ist, die Zoe kann gar nicht viele Brackets oben bekommen, weil sie ja kaum Zähne hat und noch teilweise Milchzähne hat. Das ist sehr interessant. Aber das Ergebnis zeigen wir euch gleich. Leute, Zoe hat die Zahnspange. Okay, Zoes Zahnspange sitzt. Boah, ich muss wirklich sagen, schön wie immer. Aber es ist natürlich ungewohnt, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber für mich ist Zoe immer die Schönste. Immer, immer, immer. Und das Krasse ist jetzt, als hätte die Botox in den Lippen. 3, 2, 1. Fertig, los! Also Leute, ich muss normal reden. Du redest ja normal und dann sieht man das ja gar nicht so sehr. Aber es ist erstmal ungewohnt, meine Lippe liegt halt voll darauf. Ich habe wie Botox gefühlt drauf. Aber ich mache immer so. Aber das ist okay. Okay, von den Schmerzen her? Gar nicht. Ich hoffe, das bleibt so. Also ich hatte bei jeder Sache, die ich jetzt bekommen habe, mit den Zähnen ziehen oder mit den Gummis oder so, hatte ich immer ein bisschen Schmerzen. Aber das ist auch wirklich einmal und ich glaube, da bin ich echt ein Glückspilz, was meine Zähne angeht. Auf jeden Fall war das unser Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie jetzt einmal in die Kommentare. Und dann würde Im Live werde ich euch auch Fragen beantworten. Genau, wir kommen natürlich auch live. Und dann würde ich sagen, vorbeischauen, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.